Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir in der Elektrotechnik. Es geht um die Digitaltechnik und wir wollen uns mal anschauen, was eine Wertetabelle eigentlich so ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Wertetabelle. Ich habe hier eine Und-Verknüpfung, ihr seht das hier, oder im Englischen dann ein And. Habe zwei Eingänge, A und B, und habe einen Ausgang X. So, und jetzt kann jeder Eingang eine logische 0 oder eine logische 1 annehmen. Und ja, dann habe ich mehrere Möglichkeiten an Konstellationen. Und X hinten, je nach Verknüpfung, richtet sich dann nach dem, was hier vorne anliegt. Und wenn ich jetzt da irgendwie was, ja, so einen Überblick haben möchte von allen Möglichkeiten, dann könnte ich natürlich sowas machen und sagen, ja, bei mir wird der Eingang A0 und B0. Das bedeutet beim Oder-Gatter natürlich, beim Und-Gatter, Entschuldigung, dass auch hinten eine 0 anliegt. Okay, dann könnte ich ein zweites Gatter malen und sagen, okay, ich mache hier 1 und da 0, habe hinten eine 0. Ich tausche das Ganze mal A zu 0 und dann B zu 1, habe ich immer noch eine 0. Und ich kann auch 1 und 1 vorne mal anlegen. Dann habe ich hinten beim Und-Gatter eben die einzige 1 mit zwei Eingängen. Und ja, dann hätte ich alle Möglichkeiten, die es gibt. Nur übersichtlich und schnell zu erfassen ist es natürlich nicht. Und Techniker lieben natürlich Tabellen. Es geht auch in einer Tabellenform ganz einfach. Und zwar, wir nehmen unsere Tabelle. Ihr seht, es gibt vier Möglichkeiten. Ich zeige euch am Ende des Videos auch nochmal, wie man es berechnet und macht die Tabelle ein größer. Und führe jetzt einfach x ganz nach rechts, dann davor a, dann davor b, hat den Vorteil, ich kann jetzt davor c, jetzt davor d, kann also solche Sachen auch erweitern. Ne? Und jetzt nehme ich genau das, was ich mir da vorne überlegt habe, aber ich male das Gatter nicht mit, sondern ich schreibe nur die Zustände in die Tabelle. Also 0, 0, 0, 0. Und es kommt hinten eine 0 raus. 1, aufpassen, weil ich ja a hingeschrieben habe, 1, 0, 1, 0. Beim Ausgang trotzdem eine 0. Dann tausche ich 1, 0. Hier seht ihr 1, 0, hinten 0. Und 1, 1 kommt hinten beim Und-Gatter bei der Und-Verknüpfung dann die 1 raus. Und jetzt seht ihr hoffentlich hier dran, könnt ihr jetzt erkennen, also auch wenn ihr das jetzt nur seht, könnt ihr Rückschlüsse darauf ziehen, welche Verknüpfung es ist. Also eine Und-Verknüpfung. Jetzt achtet mal darauf, das was bei A steht, 0, 1, 0, 1 und 0, 0, 1, 1. Das ist auch bei der Oder-Verknüpfung so. Obwohl der Ausgang ja andere Zustände annimmt. Also 0, 0, 0 wäre der erste Eintrag. Auch hier wieder von links nach rechts. 0, 1, 0, 1. Ich zeige euch auch gleich mal das System dahinter. 0, 0, 1, 1. Das ist wieder dasselbe. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist eben, dass eine Oder-Verknüpfung immer den Ausgang 1 hat, eine logische 1 am Ausgang anliegen hat, sobald einer der beiden Eingänge oder beide eine 1 haben. Und das heißt, dieser Aufbau dieser Wertetabellen ist auch immer gleich. Es ändert sich quasi nur das, was hinten rauskommt. Ne? Und so eine Wertetabelle muss man auch nicht nur für einen Logikgatter haben, sondern es kann auch etwas größer alles sein. Schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir das Ganze ein bisschen größer machen. Wir nehmen mal einen Oder-Gatter und einen Buchstaben hinzu, nämlich C. Jetzt die Frage, okay, wie viel müssen wir jetzt hinmalen? Schwer zu sagen. Ne? Tatsächlich ist es so, jeder Eingang kann ja zwei Zustände annehmen, nämlich eine 0 und eine 1. Deswegen steht hier auf der Basis eine 2. Und ihr habt drei davon. A, B und C. Deswegen ist das Ergebnis, die Anzahl nachher der Zeilen, die wir benötigen, ist 2 hoch 3. Nun, das ist 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4 und dann nochmal mal 2 ist 8. Ich brauche also gleich 8 Möglichkeiten. Und ihr seht, jetzt ist schon ein bisschen, ne, aufwendiger. Also ich hätte die jetzt 8 Schaltzeichen hinzeichnen müssen, um alle Sachen zu haben. Aber jetzt kann man das Schema da ganz gut erkennen. Also, wenn ihr A hier wirklich an dieser Stelle auch habt, nach innen zeichnet, dann ist da immer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, Punkt. Ein weiter links bei B verdoppelt ihr das. Da kommt 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Bei C wird es verdoppelt. Ne? Also jetzt 4 Nullen, 4 Einsen, dann habt ihr alle Zustände. Und wenn ihr euch das hier oben merken könnt, wenn ihr jetzt auch einen vierten Eingang habt, dann wäre das nochmal mal 2, dann sind wir bei 16 und
Ja, könnt ihr ganz easy immer durch diese Verdopplungsidee, ne? Hier eine 0, eine 1, 2 Nullen, 2 Einsen, 4 Nullen, 4 Einsen und so weiter und so fort. Und das gilt nicht nur für das Oder, sondern dieser Aufbau gilt natürlich erstmal auch für das Und so. Nur die Ausgänge, die sind dann, oder die Variable x, die sind dann angepasst an dieses Logikgatter. Und weitere Videos zum Thema, die findet ihr jetzt hier.